habe ich ja noch nie gesehen. Das ist der Sechsstreifen-Lippfisch des Süßwassers. Der wird im Normalfall in Deutschland nur als Wildfang gehandelt. Wir haben mittlerweile ca. 500 Nachzuchttiere aus unserer Zucht. Jan, ich glaube, wir müssen das Video jetzt abbrechen. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Der ein oder andere hat vielleicht schon unsere letzten Videos aus dem Aquahaus Gauss gesehen. Wir sind heute hier nicht mit Nikolai, sondern mit Jan. Genau. Jan ist unser Südamerika-Experte. Und ihr seht es schon im Hintergrund, es wird heute um den Amazonas gehen, um die Fische gehen, die nichts mit dem Malawisee zu tun haben. Und dann würde ich sagen, schauen wir direkt mal rein. Wir sind ja mal wieder in nur einer ganz kleinen Abteilung hier in eurem Haus. Wie groß ist denn überhaupt das ganze Thema Südamerika? In Südamerika haben wir hier bei uns vor Ort ca. 500 Arten. In der kleinen Abteilung haben wir jetzt nicht nur Südamerikaner, sondern auch westafrikanische Zwergzichliden, gehört ja auch mittlerweile dazu. Der ganze asiatische Bereich von Schmerlen, von Fadenfischen und Kampffische wahrscheinlich alles da. Auch. Da das aber der kleinste Teil unseres Unternehmens ist, basiert es auf der kleinsten Fläche, die wir haben. Die ich freigegeben bekommen habe. Aber jetzt lasst euch nicht beirren. Kleinster Teil sind auch was? 700 Aquarien? Auch 700 Aquarien. Ja. Ohne Zucht der Lebendgebären. Die ist separat nochmal. Die ist separat. Um Gottes Willen, das ist, ne, für die, die die letzten Videos nicht gesehen haben, zum einen schaut sie euch nochmal an, ist lohnenswert und ihr habt hier 1,3 Millionen Liter Wasser auf 3000 Becken, was das an Glas alleine schon ist, unfassbar. Wir bekommen was zu sehen heute, glaube ich. Und es gibt im Südamerika-Bereich Arten, die man bei 20, 24 Grad halten kann. Es gibt aber auch Arten, wenn wir vernünftig Farbe haben möchten, wollen wir auf 32 Grad nach oben gehen. Dass die Tiere einfach sich im Kundenbecken dann doch besser zeigen. Also man muss auch zu unserer Verteidigung sagen, wir sind weder krank, noch sind wir einen Marathon gelaufen. Aber hier ist es einfach verdammt heiß in der Bude und deswegen schwitzen wir wie sonst was. Die Maske haben wir wie immer bei Natrop vergessen. Also ihr stellt quasi einmal hier einen Bereich des Amazonas so dar, dass sich ein Fisch vermehrt. Was muss ich für Begebenheiten schaffen? Da wir ja Groß- und Einzelhandel sind, sind bei uns die Becken einfach etwas anders gestaltet, da die Tiere relativ schnell auch wieder den Besitzer wechseln. Die sind ja nicht dafür gemacht, bei uns um hier zu bleiben. Für die Haltung der ganzen Zwergzichliden gut bepflanzte Becken, paarig. Ich weiß, es gibt welche, die sagen, im Harem halten, bin ich tatsächlich ein absoluter Gegner davon. Du sagst Pärchen. Pärchen. Einige Arten kann man das gerne machen, aber wie es im wahren Leben ist, taucht mal ein fremdes Weibchen auf. Gibt Stress im Haus. Ja, genau. Aber das ist meine persönliche Meinung, da gibt es viele andere. Kannst du uns das anhand von einem Beispiel zeigen, wo du sagst, guck mal, hier haben wir zum Beispiel ein Pärchen, was so, wir können mal vorne so richtig gut im Saft steht, sag ich mal. Sag mal. Also so, Tier, oder? Ein Pärchen, was im Saft steht, heißt, dass es vermehrungsfreudig ist. Warte mal, ganz kurz, Jan, ich nehme doch die Kamera mit. Wir arbeiten ja hier effektiv, dass wir euch direkt ein paar Bilder machen können. Schmetterlingsbuntbarsche. Und da ist es natürlich die Weibchen mit den roten Bäuchlein. Und hier haben wir typischen Mann. Das ist aber eine Zuchtform, das ist nicht die Wildform, das ist die Naturform. Natürlich, hier haben wir noch Tiere mit Longfin dabei. Ja. Das muss man sagen, die gehören eigentlich hier in das Becken nicht rein, aber von der Farbe her sind sie so wie in der Natur. Hier haben wir die Zuchtform. Sieht ein bisschen aus wie ein Goldfisch. Electric Blue Redhead. Ne, von der... Vergiss es. Es gibt einen Goldfisch, der mich daran erinnert hat. Genau. Sorry für diesen blöden Kommentar. Hier haben wir den Goldfisch unter den Schmetterlingsbuntbarschen. Ah, ja, doch, guck. Das ist die goldene Zuchtform. Das sind ja dann auch Bereiche, die werden ja richtig rausgezüchtet. Genau. Das macht ihr hier aber wahrscheinlich nicht. Nein, das wir haben einen Züchter. Wir haben eigentlich einen der besten Züchter, den wir in Europa haben. Weil da kommt wirklich kein anderer von der Farbbrillanz hin.
weil er immer mal wieder etwas zurückkreuzt, mal Wildfänge wieder mit rein, weil wir bei dem Schmetterlingsbuntbarsch einfach die extreme Überzüchtung haben, weil es ein Fisch ist, den es millionenfach gibt. Und da muss man schon mal ein bisschen aufpassen, was man da in der Zucht macht. Ja, kann ich mir vorstellen. Wenn du eine Wildform züchten möchtest, dann brauchst du natürlich Ursprungserbmaterial, nenne ich es mal. Und das geht halt über die Jahre dann verloren. Ja. Den Kollegen haben wir noch in einer ganz anderen Farbe da. Kriege ich nicht die großen Mengen davon. Auch cool, ne? Regenbogenfische. Beziehungsweise es sind zwei Zuchtformen. Einmal im Smoky als Longfin und der Schwarze. Oha, den habe ich ja noch nie gesehen. Oder er ist mir noch nie aufgefallen, weil er schwarz ist. Den gibt es ein paar Jahre. Weil das ist ja jetzt erstmal, wenn du vorbeigehst, kein Fisch, wo du denkst, hey, das ist doch ein Schmetterlingsbuntbarsch. Genau. Ne? Der fällt nicht so auf. Der muss erst ein bisschen reifen, weil die ganzen Flossen, die werden blutrot bei den Tieren. Was jetzt auch bei ihm meine Erfahrung ist, es wird wahrscheinlich an der Farbe liegen. Er ist etwas unverträglicher als die anderen Farben. Warum das so ist, kann ich leider nicht sagen. Ja? Aber eine interessante Sache, das muss man dazu sagen. Jetzt stell dir bitte folgendes Szenario vor. Ihr seid hier in einem Riesenladen und jemand, der Aquaristik begeistert ist, so wie unser Publikum, kommt hier rein und sagt, Jan, ich möchte etwas Spezielleres haben, was man gut halten kann, was vielleicht nicht jeder im Aquarium hat. Ja. Was würdest du empfehlen? Dann müssen wir einmal in die andere Halle gehen. Wie immer bei euch, ne? Ja. Aber Nano habt ihr auch viel da, ne? Ja, ein bisschen. Oh, dieses Video könnte schon wieder 4 Tage lang gehen, glaube ich. Jan, hast du zu Hause Aquarien? Jawohl. Hast du? Ja. Das Größte, was ich zu Hause noch habe, sind 540 Liter. Ich pflege ein paar Diskuswildfänge aus dem Häckelbereich. Okay. Und ein paar Zwergbuntbarsche, absolute Raritäten. Aber das ist doch schön, jemand, der das beruflich mit Leidenschaft macht, der zu Hause immer noch Aquarien hat. Finde ich immer bemerkenswert. Hier haben wir Laeta Cara Dorsica. Haben wir lange drauf gewartet, sie zu bekommen. Wenn die Tiere ausgefärbt sind, hier sieht man vielleicht ein Männchen, was schon umfärbt. Die kriegen eine richtig violett-rote Brust. Ganz selten im Handel zu bekommen. Wie groß wären die? Maximale Größe 10 bis 12 cm, aber maximale Größe. Also auch für die kleineren Becken extrem friedlich. Sieht jetzt auch sehr unscheinbar aus. Genau. Ne? Aber da kommt der Kenner durch, der sagt, hey, der wird. Wir haben jetzt hier in der Halle 24, 25 Grad. Wenn wir die Temperatur nach oben fahren, sieht auch der Fisch komplett anders aus. Es muss immer ein bisschen auch die Harmonie zwischen Wasser, Temperatur und Lichtverhältnissen im Privatbecken, die sind ja bei uns hier nicht optimal gegeben. Und dann sehen die Tiere ganz anders aus. Für jeden Anfänger geeignet. Auch wieder gut bepflanzte Becken von Vorteil, Versteckmöglichkeiten. Bist du so ein Typ Biotop? Oder sagst du ganz im Ernst, die Aquaristik ist sowieso so überzüchtet, sage ich mal. Da ist es mittlerweile wurscht, ob ich Südamerika mit Asien und noch Malawisee zusammenschmeiße. Also ich bin da ein absoluter Gegner davon. Vom Biotop oder vom Zusammenschmeißen? Vom Zusammenschmeißen. Okay. Also man muss ein bisschen vielleicht unterscheiden. Wenn die so ein Biotop machen, man hat die ganzen Südamerikaner, die man auch zusammensetzen kann. Man hat in der Natur halt auch verschiedene Wasserwerte. Das kannst du zu Hause nicht. Wenn du 5 Fische aus verschiedenen Gewässern in Südamerika zusammensetzt, hast du dir. Das funktioniert ja prima. Man braucht sich halt auch nicht so den Gedanken, um die Wasserwerte zu machen, weil das ist dem Fisch, wenn er gut eingewöhnt ist, an sich egal. Ja. Ne? Solange er frisst, solange er gut schwimmt und gut ausschaut, braucht man sich da auch keine Gedanken drum zu machen. Aber solange es dann pH-Wert technisch und so ungefähr die gleiche Region ist, kann man sagen, hier passt. Aber sobald so ein Malawisee-Apparat mit pH 8 und was weiß ich zusammenkommt, das ist schwierig. Zum Beispiel bei den Malawis da jetzt mit Huminstoff behandeln, wie wir das hier im Südamerika-Bereich machen, würde schon mal gar nicht funktionieren, weil es der Fisch gar nicht verträgt, gar nicht kennt. Ja. Was haben wir noch? Das kennt man auch. Klassiker, kleiner Otto Zinklus. Das hier war mein allererster Fisch. Habe ich mir mit 12 auf eBay Kleinanzeigen dieses klassische 80 cm Becken gekauft und habe mir 2 davon geholt und ich war pur stolz, weil ich war schon immer ein Hai-Fan. Ja. Der erinnert mich an der Schwimmform und sowas, ne? Total an Hai und ich habe Wochen vor diesem Aquarium verbracht, wo nur diese 2 Fische drin waren und ich war glücklich. Mann, war man früher leicht glücklich zu stellen. Gewöhnst du dich an vieles hier, wenn du hier arbeitest? Dass du Fische, die dich früher völlig vom Hocker gehauen haben, jetzt jeden Tag siehst und du denkst, Sehr, sehr unterschiedlich. Also klar, den Standard, den man kennt,
da passiert es halt nicht mehr ganz so oft. Mir haben es tatsächlich nebenbei ein bisschen die Tanganyika-Tiere angetan, die mich da doch nachhinein noch ein bisschen beschäftigen. Ja, okay. Aber du findest ja immer dadurch, dass wir ja die Möglichkeit haben, aus der ganzen Welt Tiere zu bekommen, immer mal Tiere, wo du dich dran ausprobierst, ob das funktioniert. Ne? Wir haben hinten einen Flossensauger, der Beaufordia leveretti. Der wird im Normalfall in Deutschland nur als Wildfang gehandelt. Wir haben mittlerweile ca. 500 Nachzuchttiere aus unserer Zucht. Auch eine Möglichkeit der Nachhaltigkeit, dass man nicht die Natur weiter belasten muss. Absolut. Das ist bei uns im Meerwasser ja auch ein Riesenthema. Wir haben hier auf der anderen Seite, das ist zwar ein Klassiker, aber können wir ja mal drüber schauen. Das ist der Zwergpanzerwils, Corydoras pygmaeus. Bei uns auch nur noch als Nachzucht. Denn das Problem ist einfach, wenn wir die Tiere als Wildfang bekommen, sehr instabil, abgemagert. So hat man einfach mehr davon. Ne? Das sind deutsche Nachzuchten. Verrückt. Ne? Ein freischwimmender Schwarmfisch als Panzerwels. Ne? Genau. Oh, genau. Und mal wieder im Nanobereich super schön zu filmen. Jetzt habe ich es immer. Hammer. Aber das ist doch ein super schöner Fisch. Genau. Wenn man sagt, du, ich habe 1,50 m x 50 m Becken. Genau. Was kann ich als Schwarmfisch da irgendwie reinsetzen? Ne? Das ist doch... Genau. Schöner geht's doch gar nicht. Oh, das ist ein cooler Fisch. Ach, vielleicht müssen wir uns doch wieder ein Süßwasserbecken machen, nur mal größer im Büro. Hier haben wir einfach noch mal ein paar Marmorpanzerwels bzw. die großen Hypostomus blegostomus. Ich bin wirklich kein Süßwasserexperte. Ja. Diese Wabenschildwälse überall. Das war doch früher ein Thema, dass die teilweise total teuer waren und selten zu bekommen. Je größer der wird, umso teurer wird der einfach. Ach so, das hat was mit der Größe zu tun. Das hat auch natürlich bei den normalen Zierfischen kostet jeder Zentimeter Geld. Da haben wir aber hier den normalen Plecostomus, Hypostomus Plecostomus. Der ist natürlich jetzt die günstigere Variante davon. Plecostomus. Das war auch wieder ein Harry Potter Zauberspruch, oder? Das ist Verkaufsbereich. Genau, außer die Zucht der Malawis und der Zuchtbereich Lebendgebärende bei uns ist hinter den Kulissen, vor den Kulissen. Dann lass uns mal hinter vor die Kulissen gehen. Dann gehen wir da mal hin. Ich würde sehr gerne mal sehen, wie die Zucht im Südamerika-Bereich aussieht. Langsam habe ich den Dreh raus bei euch. Wobei ich habe vorhin einen Fisch gesucht, den Nikolai mir gezeigt hat. Ich bin in bestimmt 8 verschiedene Reihen rein, ich habe ihn nicht mehr gefunden. Das sind alles eigene Nachzuchten, Mollys in allen Farbschlägen, ein Teil der Platys. Ich muss euch mal so ein paar Farben zeigen, glaube ich. Der Platy an sich ist ja eigentlich gar nicht mehr in so einer richtigen Wildform zu bekommen, oder? Leider nicht mehr. Mittlerweile sehr interessant in Österreich und in der Schweiz Warmwassergewässer, wo sich verschiedene Arten verwildert haben. Der Guppibach. Der Guppibach. Kölner Ecke gibt es ja auch so etwas, wo sich wirklich mittlerweile eigenständige Arten entwickelt haben davon. Das ist reinster Verkaufsbereich. Und hier sind wir halt bei den Guppies. Guppies im kleineren Sinne, halt die verschiedenen Zuchtgruppen von Silbermollys. Ah, ja. Die ersten Nachzuchten bzw. die weiteren Nachzuchten von Platys. Wie man sieht, der Molly vermehrt sich halt einfach auch mehr als gut. In jedem Größen, Variationen. Nur mal so zu zeigen, da sitzen die Damen in Abtropfschalen, in Nudelsieben. Wahnsinn. Die einfachste Möglichkeit. Die Karnickel des Süßwassers. Ja, genau. Schwerträger, wo jetzt auch erste andere Farbschläge rausfallen, die Tage noch sortiert werden. Boah, muss ich echt sagen, das ist voll okay. Auch wenn man, glaube ich, in die Aquaristik starten will. Genau. Aber da ist okay. Das ist halt meistens der Einsteigerfisch für jeden, der in die Aquaristik geht. Ne? Hier hinten sitzen die Zuchtgruppen der Schwerträger noch drin und halt ein bisschen Aufzucht, Mollys. Also in den ganzen IBC-Tanks sind überall... Ja, in den ersten 6. Genau. Jan, jetzt gibt es doch bestimmt hier auch Tiere, die ein bisschen größer werden. Ich habe vorhin so ein paar Oscars gesehen. Genau. Man hat hier schöne Regenbogenfische bei euch. Genau. Und das ist alles in Zucht auch. Nicht direkt bei uns, denn das würde einfach das Volumen tatsächlich sprengen.
weil ganz einfach die Zuchtmethoden bei diesen Tieren halt komplett verschieden sind. Und es gibt Züchter, die da erfahrener sind. Und man muss ja auch andere noch mal ein bisschen unterstützen bei der Sache. Ne? Ja, ist ja auch ein schöner Fisch. Genau. Ist halt ein Vielfraß. Genau. Eine, mit dem man sehr viel Sympathie aufbauen kann. Ja, glaube ich. Ne? Kugelfisch oder sowas habt ihr weniger. Ich habe leider nur einen. Mal gucken, ob er rauskommt. Da sitzt der Edgar genannt. Hallo Edgar. Ein Nilkugelfisch, Tetraodon fahaka oder Lineatus. Das ist im Moment der einzigste, der bei uns weilt. Auch schwierig, solche Tiere gibt es tatsächlich nur als Wildfang. In dieser Größe vor allem. Wir haben sonst Erbsenkugelfische auch schon als Nachzucht da. Aber das ist leider eine Saison, die kommt jetzt erst Ende September, wo wir dann von den Leuten welche bekommen. Was wir auch haben im Tanganyika-Bereich, was du nicht überall siehst, ist der Tanganyika-Leuchtaugenfisch. Mal kein Barsch. Mal kein Barsch aus dem Tanganyika, genau. Ja, Regenbogenfische fangen an. Filigran-Regenbogen, der ist auch für Becken, also bis 80 cm ist der gut pflegbar. Steht halt hier leider auch nicht so richtig gut in Farbe, weil einfach ein bisschen zu kühl. Herbert Axel Rodi. Also Regenbogenfische können im richtigen Aquascape unglaublich schön rüberkommen. Ja. Ihr kennt ja sicherlich Becken mit Regenbogenfischen, gerade mit diesen, ich kenne mich jetzt mit Süßwasserpflanzen nicht aus, aber mit diesen schilfartigen, an die Wasseroberfläche Apologedon ragenden. Oder Kryptokoryne. Das, so was Jan gesagt hat. Klassiker für solche Schaubecken einfach der Lachsrote. Die Tiere, die auch unter anderem 18 bis 20 cm groß werden können, dann kann man sich vorstellen, was das für Gestalten sind. Die Männer, wie die dann in Farbe stehen. Im Köllezoo haben wir zum Beispiel mit Jonas zusammen ein Becken aufgebaut, nur mit Regenbogenfische. Ja. Genau. Also wir haben das gefilmt, der Jonas hat es aufgebaut, bin ja nicht doof. Und das ist mit Regenbogenfischen besetzt. Hammer, hammermäßig. Genau. Das kommt so schön rüber. Genau. Da haben wir böse Mani. Die so geteilt sind, gell? Genau, genau. Oh. Ich komme hier wieder mit 10 Aquarienideen raus. Ne? Das ist ja furchtbar. Aber merkst du schon, Sabi, gell? Ich komme langsam auf den Süßwassertrip wieder. Ich freue mich. Findest du gut? Nein. Im Büro ist noch Platz. Ja. Dann haben wir die Rotflossen Tigerschmerle, Bodia Bertmorei. Bei Schmerlen weiß ich noch, die haben so Dornen, kann genau, ich sagen, genau. Die dann so ausfahren können. Also schon krasse Verteidigungsmechanismen bei Fischen. Ne? Genau. Feuerschwänze. Ja. Für alle Meerwasser-Aquarianer, das ist der 6-Streifen-Lippfisch des Süßwassers. Ein richtiges, was darf man auf YouTube sagen, Sackgesicht. Prachtschmerlen auch schon als europäische Nachzuchten, keine Indo-Importe. Was sagst du zur Prachtschmerlenhaltung? Das ist ja auch so ein typisches Ding, genau, was schon verkauft. Genau, also je größer das Becken, umso besser ist das. Ein friedlicher Fisch. Man darf sich morgens nur manchmal nicht wundern, der liegt auf der Seite und schläft. Kann man denken, er ist tot. Sie werden halt alt, sie werden groß. Die Kenner unter euch oder die, die sich besser auskennen wie ich, die wissen das natürlich. So eine Prachtschmelle wird halt mal 30 cm groß. Genau. Und das macht halt in einem 1-Meter-Becken der Jack Elliott Move wenig Sinn. Hier haben wir noch im Moment einfach der begehrteste Algenfresser, die Panda-Saugschmerle. Richtig auch voll in Farbe mittlerweile. Voll im Saft stehend. Genau. Ich finde das im Saft stehend so gut. Ne? Etwas, was im Saft steht. Da weißt du, du bist vital und ausgeprägt. Das ist Schimmel, das steht ja auch im Saft, ne? Ach komm, der Gararufer. Ah, der Fußpilzfisch. Genau. Ich merke schon, ich tue dem Video nicht gut heute, glaube ich. Also das war jetzt primär Asien. Asien, Südamerika ist ja hier vorne auch. Hallo Nikolai. Oh. Hier haben wir große Via Hartwegi, beziehungsweise was heißt groß, die haben ein Drittel ihrer Größe erreicht. Bei all den Fischen, die man hier sieht, die ihr so züchtet, was ist etwas, wo du sagst, das kann man zu Hause unmöglich nachzüchten? Da brauche ich totales Know-how, da brauche ich immense Becken, die ich zu Hause überhaupt gar nicht stemmen kann. Klassisch dafür, dass was nicht funktioniert, Kugelfische ist so eine Sache. Schmerlen, viele Schmerlen gehen gar nicht. Kriegt ihr aber hin. Haben wir zum Teil, wie gesagt, auch auswärtig, nicht wir direkt, weil wir sind halt Malawi und Lebendgebärende und einige Welse machen wir selbst. Aber das zum Beispiel die Zucht von Regenbogenfische, die kann jeder zu Hause. Okay. Und was habt ihr, was so richtig schwierig ist? Wo der neidische Aquarianer vorm Bildschirm sitzt und sagt so, boah, haben sie es geschafft?
Wir haben ein paar im Bereich der Malawis, wo immer nur mal so eine Handvoll Junge rauskommt. Der Südamerikaner, da kommt immer genug Nachwuchs. Ihr seid so verwöhnt, ihr Süßwasser-Aquarianer. Genau. Das ist schlimm. Hier unten haben wir Geophagus altosino. Wer ihn kennt, es sind Nachzuchten von Uwe Werner. Ist der Uwe ein krasser eine, Typ? Eine ja. Koryphäe der südamerikanischen Großzichtligen. Grüße gehen raus ne? an den Uwe. Ja, Mesonauda festivus, auch eine, der kein Riese wird. Hier unten haben wir für die Elwelsloide L264. Das ist der 64er, nicht der 65er? Genau, 64. Sorry, ja. Ich habe so keine Ahnung, dass, sonst könnte man mich als Moderator auch rausschmeißen, wenn ich so Kommentare nicht bringen würde. Hier der Schaubeng, da haben wir eben mal ein paar Regenbogen, die Arten, die wir haben. Ah ja, im Mix quasi. Im Mix, genau. Cool. Jetzt habe ich ein Tier, was ich wirklich sehr mag, sind Dario-Buntbarsche. Habt ihr natürlich da, ist klar. Oh yes. Dario Tigre, mittlerweile eindeutig die Geschlechter. Ein kleiner Barsch, so groß, in einem Nanobecken, der so ein schönes Verhalten hat, der auch so ein kleiner Jäger ist. Die kann man ja prima mit Lebensfutter füttern. Also für jeden, der eine Nanobecken im Süßwasserbereich plant, überlegt euch mal Darios hier bei euch als Nachzucht erhältlich. Genau. Wunderbar. Ja. Muss direkt mal ein Handyvideo machen. Kenne ich nämlich jemanden, der da auf jeden Fall Interesse hat. Ne? Kevin, schau dir das an. Zack. Genau. Stark. Also hier. Auch der Nanobereich ist bei euch völlig ausgelastet. Hier ein paar Bärblinge. Perlhuhn-Bärblinge sind jetzt auch nicht mehr die Welt da. Aber Naevus, eine kleine Patch neu, ausgewachsen. Der ist ausgewachsen. Ausgewachsen. Jan, ich glaube, wir müssen das Video jetzt abbrechen, weil sonst werde ich mir Aquarien kaufen und will zig Artenbecken bauen mit kleinen Schwarmfischen, die dann durch irgendwelche schönen Bepflanzungen durchschwimmen, weil das ist so viel Inspiration bei euch, da wärst du ja bekloppt. Oder hast du noch so ein Ding? Ja, eine Kleinigkeit, die zu den Regenbogen gehören. Die kleinen blauen Augen, Pseudomobil, Gertrude gepunktet. Ja, genau. Pascal bzw. Luminatus, Neonrot und Gabelschwanz. Den kennt man. Ja. Boah. Ich danke dir für all dein Wissen, was du mit uns geteilt hast und für die Bereitstellung deiner Zeit, weil ich kann mir vorstellen, bei 3000 Aquarien hat man gut zu tun. Ja. Ne? So mit 5 Leuten, das ist hardcore. Von daher, Jan, vielen, vielen Dank. Ja, danke auch. Ich hoffe, euch hat das gefallen hier. Schaut beim Gauss vorbei, weil es gibt hier viel zu sehen für Leute, die sich mit tollen Menschen auseinandersetzen möchten, die sehr viel Erfahrung in der Aquaristik haben. Es ist hier, glaube ich, so, dass man ganz locker mal einen Tag verbringen kann bei euch. Vielen, vielen Dank. Ja. Schaut auf jeden Fall in die anderen Videos einmal rein. Wir haben nämlich letzte Woche schon für euch einmal die Malawisee-Tour hier gefilmt, zusammen mit Nikolai. Und da gibt es einiges, was man nicht erwartet bei euch. Es lohnt sich. Und dann sehen wir uns wieder um 16.30 Uhr nächsten Donnerstag. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr Aquarien begeistert seid, weil wir geben uns immer sehr viel Mühe, entsprechend qualitativ hochwertige Inhalte für dieses Hobby hier zu erstellen. Von daher danke euch und bis zum nächsten Mal. Tschö! Ciao!